Herzlich willkommen zum Webinar Browser-Erweiterung für Autocomplete-Attribut. Mein Name ist Gottfried Zimmermann. Ich leite das Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ich habe ein paar Ankündigungen, bevor wir dann einsteigen ins Thema mit Philipp Recke. Zum einen, Sie können Untertitel aktivieren in Zoom, wenn Sie möchten, über die Schaltfläche Mehr. Und dieses Webinar wird aufgenommen. Also ich empfehle, dass Sie einfach Ihre Kameras abschalten und wenn Sie Fragen haben, dann den Chat benutzen. Ich werde es dann moderieren. Entweder direkt nachfragen bei Philipp Recke, wenn es eine Verstehensfrage ist, oder dann für das Ende aufheben, wo wir dann auch noch Zeit haben werden für Fragen und vielleicht auch eine kleine Diskussion. Schön, dass Sie dabei sind. Heiße Sie herzlich willkommen. Auch noch eine Einladung zu unserem Newsletter. Wenn Sie also in Zukunft auf dem Laufenden gehalten werden wollen, dann abonnieren Sie doch bitte unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder beides. Die Links dazu habe ich gerade in den Chat gestellt. Die Materialien zum Webinar, also die Folien und auch die Bachelor-These selber, finden Sie auch auf dem angegebenen Link, den ich gerade in den Chat gepostet habe. Ja, und dann darf ich ganz herzlich Philipp Recke begrüßen. Er hat sein Bachelorstudium in Medieninformatik erfolgreich beendet und hat bei mir die Abschlussarbeit, Bachelor-Thesis geschrieben, genau zu diesem Thema Browsererweiterung für Autocomplete-Attribut. Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt selber Prüfende sind für Webseiten, dann haben Sie wahrscheinlich ein besonderes Interesse, weil das ja doch immer recht aufwendig ist, diese Autocomplete-Attribute aufzuspüren und zu bewerten, ob das nun richtig oder falsch gemacht wurde. Aber mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Dann jetzt an Sie, Herr Recke, bitte machen Sie weiter. Vielen Dank für die Einleitung. Dann nochmal Hallo von mir. Philipp Becke, mein Name. Genau, starten wir einfach mal direkt. Na? Doch, jetzt. Also, Thema meiner Arbeit, Bachelorarbeit, war eben ein Browser-Plugin zu erstellen, das konkret jetzt hier bei Webpack 2.1 auf das Erfolgskriterium 1.3.5, Bestimmung des Eingabezwecks, prüft. Konkret, dass wir eben ein Eingabefeld haben, das einen bestimmten persönlichen Nutzerdatenwert abfragt und dem ist in WCAG eine Liste zugeordnet. Und in diesem Fall würde der Vorname dann eben gelöst über Autocomplete, das Autocomplete-Attribut bei HTML den Given Name hier eingefügt haben. Oder sollte so sein, damit eben maschinell bestimmt werden kann, welchen Zweck dieses Feld denn hier haben soll. Dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht direkt mal ganz kurz. Nee, wir machen es nochmal hier. Also mein Plugin erkennt quasi alle Felder, die ein entsprechendes Feld besitzen sollen oder die ein entsprechendes Autocomplete, einen Autocomplete-Wert haben könnten, theoretisch. Und annotiert alle diese Felder mit einem solchen entsprechenden Marker. Und da gibt es jetzt verschiedene Zustände. Also generell zum Aufbau. Wir haben hier vorne immer ein kleines Symbol, wo das Plugin beurteilt, ob das Ganze korrekt oder falsch eben ist. Mehr dazu später. Hier vorne wird immer der Website-Value angegeben. Also hat die Webseite ein Autocomplete-Attribut verwendet? Und wenn ja, dann wird es eben hier hingeschrieben. Wenn eben keins verwendet wird, dann wird im Falle, dass es korrekt ist, wird hier gesagt, das wird nicht verwendet. Hier hinten haben wir immer noch eine Wahrscheinlichkeit, die das Plugin ermittelt. Die man sich, kann ich später in der Demo gerne zeigen, noch ein bisschen genauer erklären lassen kann. In dem konkreten Fall wäre jetzt zum Beispiel das Plugin der Meinung, dass ein Feld Given Name hat, das stimmt auch so und das Plugin ist sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% sicher, dass dem so sei. In dem Fall mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, dass überhaupt keins benötigt wird in diesem Fall. Es sollte kein Autocomplete-Value vorhanden sein und das Plugin ist der Meinung, dass aber an dieser Stelle eigentlich eins sein sollte, färbt sich dieser Marker rot.
Und in dem Fall wird dann eben hier ein Vorschlag geliefert, welchen Wert an dieser Stelle das Plugin erwarten würde, ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit. Gibt noch einen dritten Zustand, den der Marker annehmen kann. Ein Infozustand, der dann entsprechend gelb ist. In den meisten Fällen ist das, wenn es Unterschiede gibt zwischen den Markern. Also in dem Fall behauptet das Plugin, dass es jetzt ein E-Mail-Feld sein sollte, aber auf der Webseite steht eben Telefon drin. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Da das Plugin eben nicht hundertprozentige Sicherheit haben kann, dass es dann auch wirklich stimmt, wird hier eben eine Warnmeldung ausgegeben, dass der Nutzer oder die Benutzerin eben aufgefordert wird, das händisch manuell nochmal genauer zu überprüfen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass bestimmte Warnmeldungen angezeigt werden, die das Eingabefeld selber betreffen. In dem Fall, wenn das Input-Attribut zum Beispiel hidden ist, wird das hier nochmal angegeben. Beziehungsweise wenn im HTML-Code kein Label-Element, das sich auf das entsprechende Eingabefeld bezieht, vorhanden ist, dann wird das entsprechend auch nochmal angegeben, da das Label in meinem Algorithmus einen relativ großen Einfluss auf die Ergebnisse hat des Plugins. Ich würde das Ganze nochmal einmal kurz vorführen. Das ist jetzt hier eine Test-Webseite von mir. Das Ganze läuft dann letztendlich so, dass ich mir das Icon-Symbol hier oben des Plugins, weiß nicht, wie gut man das sieht, ist wahrscheinlich etwas kleiner, angepinnt habe in der Leiste des Browsers. Und wenn ich da jetzt darauf klicke, dann aktiviert sich das automatisch und fügt jetzt eben im HTML-Code unterhalb des Textfelds, des Eingabefelds, entsprechend den jeweiligen Marker ein. Arike, Sie sind jetzt auf einmal viel schwächer zu hören. Ich weiß nicht, ob das Mikro verrutscht ist oder so. Ich habe eigentlich nichts geändert. Wenn Okay. man nicht gerne näher herholen, ist besser. Jetzt wird es besser, ja. Okay, ja, tut mir leid. Nee, jetzt ist es wieder schlechter. Ja, dann müssen wir halt lauter schalten. Ja. Kann auch versuchen, mich ein bisschen Jetzt höher zu pegeln. ist es besser, ja. Okay. Okay, danke. Also ein bisschen lauter sollte es sein. Okay. Genau, und hier sehen wir nochmal ein paar dieser Marker aus der Präsentation. In dem Fall ist jetzt hier, das haben wir ein First Name und da stimmt das auch noch. Im HTML-Code ist jetzt an dieser Stelle hätten wir, das wäre jetzt eben die Alternative, dass man quasi ja mit dem Inspektor hier reingeht und das Ding dann genauer anguckt. Und das möchte ich eben mit dem Plugin quasi vereinfachen, dass man jetzt hier nicht erst nochmal abtauchen muss und suchen muss, wo finde ich es denn überhaupt? Genau. Na. Ach, da hab's versteckt. Also wir hätten hier. Ja, das Autocomplete wäre vorhanden, der Wert mit Given Name. Dann wird das eben entsprechend annotiert. Wir haben generell geprüft, werden auf Input-Elemente, auf Text-Areas und auf Select-Felder. Das sind die durchweg vorgesehen sind. Alle anderen Elemente werden jetzt nicht beachtet. Also wenn wir jetzt hier ein, was weiß ich, ein Div-Element hätten oder so, das ein Autocomplete-Attribut hat, wird das von dem Plugin aktuell auch nicht angeguckt. Okay. Genau. Dann würde ich hier noch einmal kurz drauf zeigen. Also wir haben hier diesen kleinen Infoknopf noch am rechten Rand. Und da kann ich mir eben die Vorhersagen, die das Plugin für alle Werte, die im Prinzip vorgesehen sind, kann ich mir da angucken. Und ist in dem Fall eben praktisch, wenn ich nochmal einen genaueren Blick reinwerfen möchte. Wenn ich sage, es passt jetzt nicht, was wäre denn vielleicht ein anderer Vorschlag, sieht man eben das jetzt hier. Ja, mit 0,88% für Given Name votiert wurde. Das sind jetzt Wahrscheinlichkeiten. Worauf beruhen diese Wahrscheinlichkeiten? Wie rechnen Sie die? Genau, da würde ich vielleicht dann ganz kurz grob in den Code rumspringen.
Keine Sorge, wird nicht technisch. Ich möchte nur einmal. Ja. Habe ich, also das ist intern, ist jetzt die Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert. Wir haben eine Liste von allen Attributen, die theoretisch möglich wären, die jetzt dann immer mit der Zahl referenziert werden später. Und das Plugin führt jetzt verschiedene Tests durch. Zum Beispiel wird jetzt geguckt, welcher Eingabetyp ist denn überhaupt vorhanden, beziehungsweise, also ist es ein Input, ist es Text Area, ein Select Element. Das Label wird angeguckt, übrigens in verschiedenen Sprachen, also sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, beziehungsweise die Art des Formulars, ob das jetzt ein Login oder ein Anmeldeformular oder ein Account-Erstellformular ist, möglicherweise, wird ein bisschen geguckt. Also das sind die verschiedenen Tests. Und all diese Tests werden untereinander dann miteinander verrechnet. Jetzt, wir können uns gerne mal ein bisschen konkreter quasi den Label-Test anschauen. Da werden im Prinzip sind in dieser Liste sind für jedes Eingabeelement, also jetzt hier für den Namen, verbirgt sich dahinter diese 1, sind dann im Deutschen eben verschiedene Keywörter hinterlegt, auf die das Plugin dann versucht, Substring-Matches, also guckt, ob dieses Wort im Label vorkommt, beziehungsweise in beide Richtungen auch Teile des Wortes vorkommen können, die dann entsprechend gewichtet werden. Und letztendlich gibt es dann auch noch eine Gewichtung unterhalb der Tests. Der Label-Test ist der die allerhöchste Gewichtung hat, weil das ja meistens auch die entsprechende ja, den Zweck am ehesten bestimmt. Der Placeholder ist auch noch relativ hoch dabei. Die Werte habe ich bei mir im Experiment einfach durch Ausprobieren, habe ich damit relativ gute Ergebnisse erzielt. Genau, also getestet wird jetzt auch auf die ID zum Beispiel, aber da im Prinzip alles relativ drin stehen kann, und wenn da dann, deswegen wird das eben nicht ganz so hoch gewertet. Beantwortet das die Frage in etwa, oder? Ja, super, danke. Okay, gut, dann würde ich wieder in die Präsentation zurückspringen. Es gibt noch eine Zusatzfunktionalität, die ich in das Plugin eingebaut habe. Ich hatte leider nicht mehr gegen Ende der Thesisarbeit nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, das auszubauen. Aber im Prinzip ist die Funktionalität vorhanden, dass man in den Einstellungen des Plugins einen Datenbankmodus aktiviert, wo ich dann händisch die Felder labeln könnte, um einen Datensatz zu erstellen, weil ich sowas bislang aktuell noch gar nicht gefunden habe, wo man theoretisch die Verwendung von Autocomplete in Zukunft gegebenenfalls irgendwie auswerten könnte oder so. Im Prinzip funktioniert das dann so, dass ich jeweils noch eine Checkbox habe, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt dieses konkrete Feld dem Datensatz hinzufügen. Autocomplete wird benötigt, also das könnte ja auch sein, dass es in dem Fall gar kein Autocomplete benötigt wird, wenn es jetzt nicht persönliche Daten sind zum Beispiel oder einfach ein Feld, das in der Liste nicht vorgesehen ist. Ob der Wert der Webseite, sollte er vorhanden sein, korrekt ist und der tatsächliche Wert, wenn man ihn korrigieren möchte. Und das Ganze wird dann eben an eine Datenbank gesendet und dann da mit relativ vielen Metadaten gespeichert, auch Informationen zu dem Feld, die da theoretisch ganz gut auswertbar wären. Dann die Folie zur Funktionsweise hatten wir schon. Eine Sache würde ich noch kurz ansprechen. Also es gibt auch noch eine Optionsseite von dem Plugin, wo man ein paar Sachen eben noch anpassen kann. Relativ banale Sachen, wie das Ganze jetzt überhaupt dargestellt wird, wie groß die Marker sein sollen. Hier dieser Hover-Effekt, dass das Feld hervorgehoben wird, kann man die Farbe ändern. Solche Sachen. Relativ wichtig, dass man dann eben Hidden Form Fields, also das Hidden Field gesetzt haben, diese Flag da, beziehungsweise ob sie disabled sind, kann man hier entsprechend deaktivieren. Beziehungsweise bei den Tests kann man auch noch sagen, wie sicher sich das Plugin sein muss, damit es überhaupt sich grün färbt. Also aktuell ist es so, dass sobald die Schwelle von 50% überschritten wird, wird es grün. Das kann man hier eben dynamisch ändern, dass wenn man da jetzt bisschen höher oder ein bisschen tiefer geht, kann man es quasi das Plugin ein bisschen schärfer machen. Beziehungsweise hier zum Beispiel den Datenbankmodus, der würde dann entsprechend so aussehen. Bisschen größer, aber. Okay.
Dann springe ich wieder zur Präsentation. Genau. Jetzt gebe ich so einen kleinen Überblick von Auffälligkeiten, die mir beim Ausprobieren oder Testen des Plugins aufgefallen sind. Beziehungsweise Fehler, die das Plugin produziert hat, wo es, also das Plugin dann falsch lag. Ein relativ großes Problem, wie wir vorhin schon gesehen haben, ist bei den internen Tests, die das Plugin durchführt, wird das Label relativ hoch gewertet. Jetzt haben wir eben das Problem, dass wenn das Label failed, beziehungsweise nicht zugeordnet werden kann, dann kann es sein, dass das Plugin relativ häufig falsch liegt. Jetzt haben wir hier ein Beispiel, das sieht man jetzt nicht, aber das wurde mit einer Tabelle implementiert. Und links haben wir ein ganz normales Textelement und kein Labelelement, weswegen das Plugin dann entsprechend an der Stelle nicht das Ding findet. Dadurch, dass kein Label vorhanden ist, verrutscht es ein bisschen und sagt jetzt an der Stelle, es ist kein Autocomplete gebraucht. Wenn man da jetzt draufklicken würde, wäre der höchste Tipp, wäre zwar trotzdem noch E-Mail für den Wert, den wir bei Autocomplete brauchen würden, allerdings wird die Schwelle nicht überschritten, die wir da vorhin in den Einstellungen gesehen haben. Gleiche haben wir hier unten. Hier ist auch kein Label vorhanden. Der höchste errechnete Wert wäre zwar in dem Fall New Password, aber die Schwelle wird eben wieder nicht überschritten. Und insofern zeigt das Plugin dann in Fällen, wenn das Label eben nicht wirklich vorhanden ist, dann was Falsches an manchmal. Beziehungsweise das Endergebnis ist gelb als Warnmeldung und fordert insofern eigentlich ja eh zum Überprüfen nochmal auf. Weil eben diese Warnmeldung, dass hier kein Label dabei ist, nochmal explizit darauf eingeht, hey, bitte guck da nochmal nach, was genau da jetzt schiefgegangen sein könnte. Eine andere Schwachstelle ist, dass das Plugin nicht personenbezogene Eingabefelder auch markiert. Das ist jetzt hier beim Paketversender. Das ist laut WCAG ist das nicht vorgesehen. Also eigentlich sollen nur Daten, die den tatsächlichen Benutzer oder die Benutzerin betreffen, markiert werden. Das ist allerdings relativ schwierig, das Ganze irgendwie algorithmisch festzustellen. In dem Fall muss man eben selber das Ganze nochmal beurteilen. Also hier konkret wäre jetzt der Empfänger des Pakets eingegeben worden und das sollte eigentlich keine Autocomplete-Attribute haben. So. Manchmal kann es sein, dass bei den Substrings, also diese Keyword-Listen, die wir da vorher gesehen haben, auf die geprüft wird, kann es sein, dass da ein bisschen zur Verwirrung kommt. Also ein Fehler, den ich einmal gefunden habe, war das Feld, also hier Adresszusatz. Das Plugin hat dann sich hier den Zusatz rausgeschnappt, hat gedacht, ach prima, das ist das Suffix von Honorific-Suffix. Und dann kommt eben dieser Mismatch hier zustande. Beziehungsweise hier wurde das Aus mit Hausnummer, also das Aus also von Haus gematcht. Und wobei das eben re relativ selten war. Das waren jetzt zwei Fehler, die mir da aufgefallen sind. Muss man eben selten dann nochmal drüber gucken. Probleme gibt es außerdem, wenn die Werte eben verwandt sind, also Address Line beziehungsweise Street Address zum Beispiel, beziehen sich eigentlich auf das Gleiche, was gemeint ist. Der eigentliche Unterschied ist jetzt letztendlich bei WCAG dann die Art der Implementation. Also ich meine, Street Address muss ja in einer Text Area, also mehrzeilig implementiert werden. Und ansonsten, wenn die Felder ja trotzdem mehr oder weniger das Gleiche beschreiben, kann es eben sein, dass das Plugin da die feine Unterscheidung dann eben nicht hinbekommt, weil Straße bzw. Hausnummer rein vom Inhalt ja eigentlich auf beide Kategorien passen würde. Hier unten habe ich noch einen Ausschnitt aus einem Anmeldeformular, was man jetzt natürlich auch nicht sieht, aber das ist ein Formular, wo man eben ein neues Konto anlegen soll. Und der Kontext ist in dem Fall auch verloren gegangen. Und dadurch, dass nur Passwort drin steht, errät das Plugin jetzt oder vorhersagt den Current Password Value. Das waren jetzt inhaltliche Fehler oder nicht, oder Fehler bei der Klassifikation. Ein
paar Sachen gibt es noch, und zwar, dass manchmal, wenn das CSS, das Styling der Webseite, die geprüft wird, beeinflusst normalerweise dann auch immer direkt diesen Marker, der da unten drunter gesetzt wird. Je nachdem, wie ausführlich oder wie extensiv das aufgebaut ist, kann es eben sein, dass wir, wie wir hier sehen, die Felder ein bisschen durcheinander fliegen. Da gibt es theoretisch in den Einstellungen, gibt es die Option, dass man die aktuelle Funktionsweise funktioniert so, dass die Elemente werden in den HTML-Code direkt nach dem Element eingefügt, direkt unten drunter als neues HTML-Element und beim Deaktivieren des Plugins auch wieder rausgelöscht. Also wenn das Plugin deaktiviert, ist die Webseite wieder im ursprünglichen Zustand, ohne dass man sie neu laden müsste. Jetzt gibt es die Option, die ich hier gerade aktiviert habe, in den Einstellungen für den Fall, dass man eben hier, dass es so übereinander schweben sollte, dass die Marker mit diesem Floating-Attribut versehen werden, beziehungsweise dann absolut an einer direkten Position oben drüber gestellt werden, kann aber eben auch zu, ach ja, gut, jetzt habe ich den Datenbankmodus noch drin, das passt natürlich nicht. So. Das kann in bestimmten Fällen, kann das bessere Ergebnisse erzielen. Im Normalfall würde ich davon abraten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf die konkrete Seite gehen, die ich da eben gezeigt habe, hier in dem Fall kann es geringfügig bessere Ergebnisse erzielen, wenn man das dann eben genau an den Pixelpositionen an der Stelle direkt oben drüber einblendet. Einfach nur als Hinweis vielleicht. Okay, dann. Achso, ja, so ein paar auffällig. Also manchmal wird das von der Farbe her noch beeinflusst oder andere Attribute wie die, weiß nicht, die Textfarbe oder sowas kann manchmal passieren, dass es danach auch mit reingrätscht. Ja, genau, aber im Großen und Ganzen habe ich versucht, da relativ restriktive CSS-Regeln schon auf den Marker selber draufzusetzen. Gut, inhaltlich wäre es das von mir soweit. Dann würde ich gleich Ihre Fragen entgegennehmen. Das ganze Plugin ist Open Source veröffentlicht auf GitHub, was glaube ich auch im Chat oder zumindest in meiner Thesis auch erwähnt wird. Ansonsten hier der QR-Code und Link ist unter der MIT Lights-Lizenz vorhanden, also relativ frei. Man kann damit im Prinzip machen, was man will. Habe ich auch kein Problem mit. Beziehungsweise es gäbe die Möglichkeit, über die Issues da eben auch Fragen zu stellen, beziehungsweise Anmerkungen, was man theoretisch mit dem Plugin besser machen könnte. Ja, dann vielen Dank. Und dann würde ich mich auf Ihre Fragen freuen. Ja, die werde ich gleich einbringen. Erstmal vielen Dank Ihnen, Herr Recke. Nochmal, wir sehen, wenn jemand wissenschaftlich arbeitet, dann braucht man fast so viel Zeit, um die Unzulänglichkeiten zu erklären, wie auch das, wie was funktioniert. Also Sie haben sehr viel Zeit verwendet für das, was eben noch, wo man aufpassen muss beim Tool. Ganz ehrlich, aber ich selber finde das Tool eigentlich richtig, richtig gut gelungen und ich glaube, dass es wirklich viel hilft beim Testen. Man muss aber natürlich schon drüber schauen, darf nicht blind vertrauen, aber das ist ja auch daraus hervorgegangen. Jetzt haben wir einige weiterführende Fragen. Ich versuche das mal so ein bisschen zu ordnen. Einmal ist das Plugin auch für Blinde nutzbar. Also insbesondere kann man mit dem Screenreader auch die Informationen auslesen. Also ich bin da jetzt ehrlich gesagt kein richtiger Experte in dem Gebiet. Ich habe das Ganze allerdings, womit mache ich das Floating wieder aus, so eingebaut, dass Jetzt sind Sie wieder leiser, Herr Recke. jetzt bin ich wieder auf, tut mir leid, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen. Ja, danke. Also, wir haben im Code haben wir dieses ARIA-Attribut, Describe by, wird in dieses Feld eingebaut, sobald ich das Plugin aktiviere. Das heißt, wir haben auf dem Feld dann den Hinweis auf den Marker und gerade wenn es im HTML eingebaut ist, kommt das auch direkt danach. Also das, was ich mal persönlich mit Screenreadern ausprobiert habe, sah eigentlich gar nicht schlecht aus. Im Prinzip würde ich sagen, ja, unter dem Vorbehalt, dass ich es eben nicht aus Expertensicht beurteilen kann. Aber das waren jetzt so die zwei Sachen, die ich quasi in die Hinsicht unternommen habe. Ich weiß nicht, wie sehen Sie das?
Okay, ja, also ich habe es jetzt auch nicht getestet, muss ich ehrlich sagen. Die Tastaturbedienbarkeit ist ja schon da von dem Ganzen her. Genau, ja. Meine Voraussetzung. Ja, im Prinzip müsste es funktionieren, aber ich habe es jetzt auch nicht getestet, muss ich auch sagen. Aber vielleicht, Sie können da gerne Feedback geben, wenn Sie es testen. Ja, sehr Damit gerne. wir und dann, ja. Noch die Frage, kann man mehrere Seiten einer Domain prüfen? Ich glaube, das kann man schnell beantworten. Ja, also solange das Plugin aktiviert ist und ich auf eine x-beliebige Seite oder Google oder sonst was gehe, wird das automatisch direkt wieder gestartet, das Tool. Beziehungsweise wenn man es deaktiviert, also ist pro Tab, beziehungsweise wenn man weitergeht, passiert es, glaube ich, auch. Also das geht gut. Also man muss halt jede Seite extra praktisch sich darstellen lassen und dann geht es, ja. Ja, beziehungsweise das Plugin ist ja deterministisch, also die Ergebnisse werden immer das gleiche sein, wenn man vor und zurück geht. Insofern, ja. Und das Plugin gibt es nur für Chrome, oder? Ist aktuell nur für Chrome implementiert, genau. Also das mit Firefox könnte ich mal schauen. Genau, da gibt es Plugins, die quasi die interne API dann entsprechend mappen. Aktuell nur für Chrome, ja. Plugin fürs Plugin, ja, okay. Aber wenn es jemand macht, kann man es ja vielleicht dann auch einfach freigeben. Das wäre super, und uns wissen lassen, dann können wir das auch mit aufnehmen in die Doku. Jetzt die Frage, funktioniert das Plugin auch in einer nativen App? Also da müssen wir vielleicht mal unterscheiden. Also wir reden ja, haben ja jetzt über Webseiten geredet, und dann gibt es natürlich Web-Apps und dann gibt es native Apps. Wie sieht es jetzt mit den beiden Dingen aus, Web-Apps und nativen Apps? Funktioniert nur beim Browser, würde ich aktuell sagen. Also der Code rein theoretisch bezieht sich auch, also funktioniert nur bei der Verwendung, also es funktioniert alles über HTML, sagen wir so. Da werden die ganzen HTML-Elemente rausgepickt. Jetzt irgendwie eine native Android-App oder sowas, die funktioniert intern ja nochmal komplett anders, beziehungsweise wird über XML, beziehungsweise bei den neueren auch über Kotlin oder sowas dann direkt gebaut. Also bei sowas würde ich sagen, geht es nicht. Ob es jetzt bei so, ich weiß nicht, es gibt ja so mit Electron oder Tauri oder so die Möglichkeit, dass man Web-Apps unter Windows deployt, die dann quasi in so einem, also jetzt Teams zum Beispiel, oder ist im Prinzip ja auch eigentlich nur eine Web-App, die in so einen Container reingepackt wurde. Da weiß ich nicht, ob es die Möglichkeit gibt, da Plugins einzuschleusen. Also Kann ich jetzt spontan nicht ja, okay. beurteilen. Man müsste Also, den Weg finden, ja. diese Web-App dann in einem Chrome-Browser auf dem Desktop ablaufen zu lassen und der aber dann auch so offen ist, dass das Plugin installiert werden kann. Ja, genau, indirekt. Also im Chrome-Browser ist es schon. Also wenn ich jetzt hier Teams öffnen würde und dann irgendwie, weiß nicht, Shift F12 oder sowas sind die Entwickleroptionen, dann sehe ich selbst in Teams diesen Inspektor hier rechts. Okay. Ich weiß nicht, ob das geht, dass man dann das Plugin da einschleust, ob das von der Sicherheit zugelassen ist. Müsste ich auch nachgucken, kann ich jetzt leider nicht so beantworten. Okay. Also Sie haben lauter so gute Erklärungen bisher gemacht, dass die Fragen immer jetzt schon weitergehen und weiterdenken. Das ist ja auch super. Eine Frage geht in Richtung, wie wäre es, wenn man noch mehr Sprachen unterstützen möchte, ist dieses Add-in skalierbar für weitere Sprachen? Ja, bedingt. Also im Prinzip eine neue Sprache hinzuzufügen wäre damit verbunden. Also wir haben jetzt hier, das ist so ein JSON Dictionary, ein JavaScript Object Notation, wo wir dieses Element, das jetzt fürs Englische ist, hier unten nochmal komplett fürs Deutsche haben. Eine neue Sprache würde bedeuten, dass man das eben nochmal neu für jede Sprache nochmal neu implementiert und dann eben sich bestimmte Keywörter ausdenkt. Und dann würde man eben aber auch im Code, wo die auf den, auf den, ups, jetzt habe ich es verpasst, müsste man auf diese Tabelle nochmal referenzieren, dass es da eben nochmal eine neue Sprache gibt. Das ist an sich kein großer Aufwand, aber es würde eben erfordern, nochmal in den Code zu gehen und zwei Zeilen oder so einzufügen, die einfach kopiert werden könnten, nehme ich an. Und dann eben DE durch, was weiß ich, ES oder so, IT austauschen. Ja, unvermögen dann, ja. Also wenn da jemand sagen würde, er stellt mir so eine Liste zusammen, dann kann ich das sehr gerne einbauen. Das wäre kein Problem. Ich bin leider nur nicht mehr als der zwei Sprachen mächtig, deswegen bin ich jetzt dabei.
Okay, und jetzt bei der nächsten Frage habe ich auch noch was dazu gelernt. Es gibt nämlich offensichtlich eine Electronic Commerce Modeling Language. Ich stelle sie mal rein in den Chat. Von IETF, also der Internet Engineering Task Force, die ja diese RFC immer rausbringen, wo auch HTTP entstanden ist und so. Da gibt es wohl eine Spezifikation, die jetzt auch für eben Internet-Shops Tags definiert oder Auszeichnungen definiert, wie man eben solche Felder dann auch benennen kann und markieren kann, die jetzt von den Klienten, also von denen, die was bestellen, ausgefüllt werden. Und wenn ich da so drüber schaue, dann sieht es ganz ähnlich aus wie das, was eben auch bei WCAG definiert ist. Bill to First Name, Bill to Middle Name, Bill to Last Name, Receipt to First Name und so weiter. Also diese ganzen Angaben und auch natürlich alles über Kreditkarten und so. Könnte man dieses Plugin anpassen, dass es jetzt statt dem WCAG-Vokabular dieses Vokabular nimmt, was jetzt hier in dieser RFC, Request for Comments, definiert ist. Ich habe jetzt nicht ganz mitbekommen, ob das auch über ein, ist das auch über ein HTML-Attribut implementiert? Das weiß ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, für mich ist das auch neu. Müsste man dann reinschauen, gell? Also sofern das nur ein Attribut sein sollte, dann relativ geringer Aufwand wieder, würde allerdings, ja doch, also sollte es ein Attribut sein. Kommt noch die Anmerkung Ja. wahrscheinlich eher alt oder auch von der Person, die gefragt hat, vielleicht Array von Dictionaries definieren und vom Code aus dieses Array checken. Ja, genau, ich meine, das wäre das Einfache, aber dann müsste halt alles in HTML irgendwo und Ja. dann auch entsprechend mit dem Attribut Autocomplete oder was ganz Ähnlichem festgelegt werden. Das geht über den Namen. Also hier steht was mit XML. Also das geht wohl über XML, ist diese, da ist eine DTD in XML dabei. Müssten wir noch ein bisschen weiter verfolgen. Ich glaube, das geht jetzt ein bisschen weiter, als Also, wir hier machen wenn es können. über den Name wäre, dann wäre schon noch mal ein bisschen Aufwand. Also an sich nicht unmöglich. Der Großteil des Codes wäre darauf anpassbar, sobald man quasi die Datengenerierung umstellt auf den Also. Name und das dann entsprechend rauspasst. Aber dann stellt mir wieder die Frage, woran erkennt man das, wenn da ja gut, wenn Also Equals hier ja, zum okay, alles klar. Beispiel. Was ich hier gerade sehe, das haben Sie mir auch gerade so Input-Type Ja, hidden genau. und dann irgendwie halt über Name wird es kodiert. Ja. Das ist noch ein Beispiel. Ja, genau. Die Nachricht drüber, also dass das auf das Criterium 1.3.6 geht, Ja. das ist jetzt halt die Frage. Also wenn es sich nur auf Eingabefelder bezieht, dann ist das ja relativ übersichtlich. Das 1.3.6 bezieht sich ja, meine ich, aber generell auch auf so Navigationselemente auch, oder? Also wenn ich das jetzt Ja, nicht falsch verstanden habe, also so Role generelle of, Bereiche oder sowas, da ja. stellt sich jetzt mir die Frage, wie will ich jetzt ein Footer annotieren, dass man es wirklich sieht, wofür es gehört oder sowas, da wäre dann wahrscheinlich auch nochmal zusätzliche Arbeit nötig, deswegen in der Hinsicht schwierig, aber was weiß ich, so Buttons oder sowas würde bestimmt theoretisch gehen. Ist halt die Frage, wie unterscheidet man das dann, welches wird genommen, welches nicht, aber ja. Muss man noch kompilieren oder haben Sie schon eine kompilierte Version im GitHub? Ja, also kompilieren muss man theoretisch nicht. Das Ganze ist auf meinem GitHub. Also es ist ein TypeScript geschrieben. Jetzt ist leider meine Kamera leer, tut mir leid. Ist in TypeScript geschrieben, deswegen muss man theoretisch eine Kompilierung durchführen in JavaScript, wobei die kompilierte Version im GitHub vorhanden ist. Das ist dieser Dist-Ordner, Distribution. Und wenn man sich den runterlädt und irgendwo speichert, reicht es dann, wenn man bei Chrome, ne? Muss man die Entwicklereinstellungen aktivieren. Da ist aktuell, also das Tool ist ja aktuell noch nicht irgendwie im Chrome Web Store oder sowas drin. Und dann hat man eben die Möglichkeit, irgendwie hier auf entpackte Erweiterung zu laden. Wenn man dann die Manifestdatei des Plugins auswählt, das wäre dann, na, warum ist er? Da, Manifest. ja. Genau, wenn man da draufklickt, dann wird das Plugin automatisch erkannt und man muss keine Kompilierung vornehmen.
Das Ganze ist hier aber auch nochmal beschrieben. Aber reicht auch, wenn man den Ordner anklickt. Danke. So, jetzt geht es um Shadow DOM. Ob das Plugin auch Felder innerhalb des Shadow DOMs, also bei Web Components, erreichen und prüfen kann. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Shadow DOM ist was genau? Das ist eben diese Definition von Web Components, wo man irgendein beliebiges HTML-Tag belegen kann mit praktisch einem Element einer Bibliothek, was dann da geladen wird als Shadow DOM. Das heißt, Ach dass man. so, ja. Also das muss ich quasi die Text selber ausdenken, mehr oder weniger. Ja, oder dass Oder? man ein Widget sich baut, zum Beispiel, Ja. sich irgendein Tree View oder sowas zusammenbaut über als Web Component. Und das wird dann über das Shadow DOM, wird praktisch innerhalb des DOMs einen eigenen Unterbaum erzeugt, der aber praktisch isoliert ist vom anderen DOM. Aber man kann es schon anschauen. Müsste ich ausprobieren. Also aktuell wird der Root Node gepackt und dann alles darin analysiert. Ich weiß es nicht, ob das bei so Shadow DOMs dann auch funktioniert. Müsste mal ausprobieren. Und je nachdem, also es wird halt, werden ja explizit nur diese drei Elemente eigentlich rausgepickt. Also Input-Elemente, diese Text-Areas und Select-Elemente. Weil eben in WCAG explizit diese drei genannt werden. Theoretisch wäre es möglich, dass man, sobald Autocomplete vorhanden ist, dass es dann analysiert wird. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt gerade falsch verstehe. Ich Also. glaube, das müssen wir ausprobieren. Die Frage ist halt, ob Ihr Crawler, der das DOM entlang geht, ob der auch in das Shadow DOM eindringt. Ich glaube, das ist die Weiß ich entscheidende jetzt nicht. Frage. Also, wenn Sie spontan vielleicht eine Seite hätten, die sowas verwendet, könnte ich es spontan ausprobieren. Aber Frage. ansonsten kann ich das jetzt gerade nicht sagen, leider. Ja. Also Philipp Brecke ist auch nachher per E-Mail noch erreichbar, gell? Also wenn es da Fragen gibt, dann können wir da auch noch im Nachgang solche Sachen klären. Ich mache mal weiter mit den Fragen. Wird das Plugin in Zukunft weiter gepflegt oder ist es somit abgeschlossen jetzt mit der Thesis? Also zumindest nicht so intensiv, wie ich an der Thesis gearbeitet habe. Also ich kann mir schon vorstellen, da ab und an was zu machen. Da habe ich an sich kein Problem mit. Aber das hängt auch ein bisschen davon ab, also wie, je nachdem, wenn es Bedarf gibt quasi oder welche Anfragen für welche, ja, für welche Funktionalitäten quasi reinkommen würden. Abhängig davon, wie umfangreich oder kompliziert die dann sind. Aber ich würde es nicht ausschließen, auf jeden Fall. Also, es wird noch angemerkt, es gibt ziemlich wenig Tools zum Shadow DOM, die den Shadow DOM analysieren. Wave und Org Toolkit können es nicht. Also, wahrscheinlich gibt es da eher dann ein Problem. Jetzt nochmal Nachtrag zum Shadow DOM. Aber genau, Okay. das andere war ja mit weiter pflegen oder so. Ja, es ist ja klar, es wäre halt freiwillig, gell? Wenn jemand wirklich mehr machen möchte, dann gibt es ja den Source Code und dann kann man ja wirklich über die Lizenz ganz frei verfügen und weiterentwickeln. Die Möglichkeit gibt es ja. Gut. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann super, dass Sie dabei waren. Das Ganze wird ja dann auch als Aufnahme noch zur Verfügung stehen. Und ich würde jetzt einfach noch einmal den Newsletter und unser LinkedIn und die Materialien zum Webinar nochmal posten, so als Verabschiedung. Schön, dass Sie dabei waren und freue mich dann, Sie wieder mal begrüßen zu dürfen. Wir machen öfters diese Webinare, eben dann gerade auch, wenn es um Abschlussarbeiten und sowas geht. Vielen Dank, Herr Recke, dass Sie uns das jetzt nochmal vorgeführt haben. Ich finde, Sie haben es sehr gut auch erklärt. Und wenn man Sie erreichen möchte, können Sie vielleicht nochmal, wenn man eine direkte Frage hat oder so, eine E-Mail angeben. Oder so, dann, wenn die Leute sich direkt hier vielleicht einfach nur für die jetzt dabei waren. Ja, das wäre die philipp.drecke@gmx.de. Ich kann es auch gerne in den Chat. Tja, So, ja, da super. wäre ich erreichbar. Ja, vielen Dank. Ja, ich danke auch. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.